Prost, Prost, Kamerad. Wir wollen einheben. Prost, 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 Kamerad. Kai, Yoshi und Kai, sein Bruder. Diese drei lustigen Gesellen haben uns Sternstunden der YouTube-Unterhaltung beschert und es wird Zeit, sie zu würdigen. Sie haben uns zum Lachen gebracht, zum Weinen, aber haben auch nachdenkliche Töne angesprochen. Deswegen widmen wir ihnen endgültig das ultimative Kai der Brecher Best of. Meine KTM und ich, wir sind tödlich. Ich kann Burnout machen und nebenbei kann ich sogar noch pinkeln oder scheißen. Das interessiert mich nicht. Ich mach alle platt. Die sollen mal rüberkommen hier mit ihren scheiß Mopeds. Und ich mit meiner KTM, ich mach die alle platt. Mein Bruder, der ist der beste Fahrer. Und ich hol gleich aus meiner Garage mein Motorrad raus. Das ist eine fette KTM. Und damit mach ich alle platt. Da könnt ihr eure Mutter ficken, ihr könnt alles machen, Alter. Aber ich mach alles platt damit, ey. Ja. Und da mach ich einen richtigen Burn mit und das könnt ihr sehen und... Ja, ihr genau. Boah, ey. So will ich dich hören, ey. Ach, dann erzähl den netten Leuten noch mal da draußen, was für eine geile Tätowierung du an deinen Arsch hast. Von wegen. Hier kann jeder rein in meine schöne, saftige Mokka-Kuhle. Ich bin der Beste und hier läuft gar nichts. Ohne so eine kleine Scheiße. Hier läuft alles original. Und hier läuft alles original. Bob, für euch alles original. Guten Tag, mein Freund. Ich finde das nicht ganz gut. Jetzt kommt mein Bruder. Hallo, ich bin der kleine Bruder von Ihnen. Und zwar, ich finde das absolut scheiße. Mir haben sie 30% vom Arbeitslosengeld abgezogen. Und nur, dass wir alle Merkel da wieder... neuen Mercedes kaufen kann. Ich habe noch 20 Euro. Für den ganzen Monat, für den ganzen Dezember. Mehr habe ich nicht. Guck da hin. Da liegt er. So. Und jetzt mehr habe ich nicht. Und ich finde das so scheiße, dass der kleine Arbeitslose abgezogen wird. Aber die ganzen Leute, die arbeiten, die brauchen keine Steuern bezahlen, die brauchen gar nichts bezahlen. Aber ich als kleiner Arbeitsloser, ich muss die ganze Scheiße bezahlen. Wovon? Wofür? Was soll die Kacke? Ich kann rückwärts aus der Hose fahren. Das regt mich so auf, ey. Hier 20 Euro für einen Monat, ey. Für den ganzen Dezember, für Weihnachten, für alles. Mehr habe ich nicht. Aber die ganzen Politiker, die haben die Taschen voller Kohle. Und ich hab gar nichts. Ich komm verhungerlich im Schlaf. Gut. Und mein Bruder, das kann nicht angehen. Das kann nicht angehen. Mein Bruder, der hat gar nichts, hat der. Verstanden? Mein Bruder hat gar nichts, ey. Gucken ihn an. Wir haben nur noch 20 Euro. Für den ganzen Monat. Für den ganzen Monat haben wir 20 Euro. Davon kann ich nicht ficken. Davon kann ich mir kein Blasen lassen. Gar nichts. Ich kann gar nichts damit machen mit 20 Euro. Ich kann mir noch ein bisschen Toastbrot kaufen und eine Scheibe Wurst. Das war's dann auch. Mehr habe ich nicht. Ich bin der. Könnt ihr gerne gucken.
ich bin der. Und wem die mir was will, der soll mal die ganze. Ist mir alles egal. Das deutsche Bier ist das beste Bier in der Welt. Und das schmeckt sehr gut und relativ günstig. Das könnte ruhig noch günstiger sein, billiger. Aber sowas wird heutzutage nicht mehr gemacht. Aber wenn man gerne immer ein Bier trinken tut, dann muss man halt eben heutzutage 1 Euro mehr ausgeben für ein Buddelbier oder Glasbier, Fassbier, wenn man irgendwo eins kriegen kann. Und es gibt nichts Besseres als das deutsche Bier. Und die anderen, die können wegbleiben mit ihrem Scheißbier. Und ich nehme jetzt erstmal nochmal einen Schluck von dieser Sorte. Und das schmeckt. Das sind alles Hundsöhne. Ich vergebe die ganz gar nichts. Ich hab gegen alles. Sie sollen kommen. KTM! 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 So. Fällt. So. Ende. Drei, zwei, eins. Happy New Year! Alles Gute, neues Jahr. Alles Gute! Und zwar der Brecher. Alles Gute für den Scooter und für den Brecher. Wir machen hier richtig Randale. Und nochmal. Merry Christmas! Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir zeigen euch das, wie das geht. Ab geht er. Und du schau. Guckt hin und leer. Jawohl. So, ihr Freunde. So sieht das aus, wenn man richtig ins neue Jahr driftet. Das ist eine Brauerkiste. Schöne Grüße. Ach, der ist kitzeln, oder? Du bist doof. Ich hab die Fresse voll von euch. Von der scheiß Merkel da, ey. Sei froh, dass ich ein Messer in der Hand hab, ey. Ich würde die alle kalt machen. Ich krieg keinen Zuspruch für meine Zähne zum Neu machen lassen. Ich krieg alles nicht. Ich krieg gar nichts. Ich krieg so wenig Arbeitslosengeld. Alle verarschen mich! Und die können mich alle verpissen, ey! Die ganzen Hurensöhne! Ey. Du bist dumm. Dumm. Ey, du bist dumm. Was sind das denn, ey? Das sind alles weiche Mädchensöhne, sind das. Was wollen die denn, ey? Die sollen mal herkommen zu mir. Ich hab an... Im einen Monat... Hab ich am Ende des Monats... Ich hab nur ein paar Bratwurst
und ein bisschen Bratkartoffeln zu essen. Aber die ganzen scheiß Politiker, was fressen die da? Die fressen Grünkohl, die fressen den ganzen teuren Scheiß hier. Den ganzen teuren Fisch und den ganzen anderen Scheiß. Und ich kann verhungern nicht im Schlaf. Die können sich verpissen. Das sind Hurensöhne. Ich wurde überfallen. Mit den Kindern noch so. Yeah. In Bremerhaven. Hört zu. In der alten Bürger. Die waren aber alle so geil drauf. Von wegen, ich als kleiner Bürger, dass sie mich überfallen müssen. Und die haben mich überfallen. Und das war eine Scheißsauerei von den Leuten, ey. Du bist dumm. Ja. Dumm. Aha, ja. Wollt ihr einen Hasch haben? Noch ein? Mensch! Willst du noch einen haben? Du hast Scheiße gebaut, Mann!
Das war das letzte Mal. Das Feuerzeug gehört mir. Ne? Hm? Was? Was? Gibt's noch einen Arm? Noch eine? Das ist meins. Wir sind zwar nicht schwul, wir sind zwar auch keine Brüder. Wir sind zwar nicht warm und brüderlich, doch warme Brüder sind wir nicht. So. Mensch, Meister, wir sind nicht schwul. Wollen wir noch eine Brust nehmen oder was? Ja, gleich, Moment. Ja, aber nicht ich bei dir eine Brust, du nicht mit mir eine Brust? Nein. Wir trinken an. Ja, was willst du denn? Komm her, Digga, ich plüm mal eine. So. Ja, eben. Jetzt schauen wir mal. Und dann sollen die anderen Leute noch mal ein bisschen Blödsinn erzählen, von wegen, dass sie beide uns seine Haare haben, ey. Ja, das machen die ja sowieso im Moment ständig. Ja, und? Lass sie doch. Die anderen Leute sind mir doch scheißegal, Mann. Ja, mir auch. Wenn die nichts zu lästern haben, erfinden die was. Das ist mir kackt egal. Ja, du, das interessiert mich ja. Guck mal die Wand an. Die Wand. Ja, die ist weiß. Ich scheiß die Wand an. Auf das, was die Leute sagen, ey. Kack die Wand an. Ey. Hier, Decken, nimm ein, ey. Ja. Und du auch. Auf mein Wohl und dein Verderben. Nee, andersrum. Prosi. Auf die Helme. Helme. Volle Kartoffel. Na gut. Ja. Volle Kartoffel. Ja, und wenn die anderen Probleme haben, dann sonst es müsst ihr selber machen. Ich mach keine Anzeige gegen Kai, mein Freund, den Brecher hier. Kai, und die Sache, ja, da legst du auch drauf. Wenn ihr jemand anders vögeln wollt, dann sucht euch jemand was anderes. Die Reichen werden im nächsten Leben arm. Aber wir werden im nächsten Leben reich. Und damit könnt ihr euch verpissen. Ich hasse euch alle. Alle, wie ihr da seid. Die Reichen sind verantwortlich für die Weltkriege. Guckt euch das mal an. Und das... Und da. Schon wieder bin ich ans Maul gekriegt. Oh, und ich? Andere Seite. Prost, Prost, Kamerad. Prost, 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 Kamerad. Prost, Prost, Kamerad. Wir wollen einen heben. Prost, Prost, Prost. Ich will auch noch einen Schluck, Mann. Kann ich eingehen? Du kriegst erstmal einen, du. Du brauchst gar nicht lachen. Aua! Du kriegst auch einen. Na. Und? Ich stehe da drauf. Aber du kriegst noch mehr. Hör auf damit. Hör auf, ey. Digga. Ja, was? Ja, und? Ich stehe da drauf. Das macht mir Spaß. Prost, Kamerad, wir wollen einen heben. Ey, lass den los. Lass den los. Und ich schlag den in die Fresse. Ne? Du sollst den loslassen. War gut. Der war eben gut. Jetzt hör auf damit. Ja, komm, gib die Hand drauf. Gib die Hand drauf. Nee. Komm mal hier. Komm mal hier. Du musst... Die Arschlöcher. Ja. Ich weiß nicht, was ich muss.
aber ich kann nicht mehr. Und ich möchte, ich weiß es nicht, das nicht mehr. Ich kann nicht mehr, ihr Blutsauger. Ich bin kaputt. Ich bin fertig. Ich kann nicht mehr. Ich habe kein Blut mehr. Ich kann nicht. Ich habe kein Blut mehr. Den letzten Tropfen Blut. Alles weg. Ich habe nichts mehr. Ich habe gar nichts. Ihr seid erbarmungslos. Ich brauche mein Blut. Und das kriege ich nie wieder. Ihr Blutsauger, ihr Schweine, ihr. Ihr habt alles ausgepumpt. Alles rausgemacht aus meinem Körper. Hilf mir bitte. Hilf mir. Kannst du mir helfen? Ich kann dir nicht helfen. Kannst du mir helfen? Ich bin selber kaputt. Hilf mir doch bitte auf. Ich habe es nicht. Wie soll das denn machen? Ich habe es nicht. Hilf mir, hilf mir. Ich kann dir nicht helfen. Doch, du musst mir helfen. Ich kann es nicht, Mann. Ich bin froh, wenn ich selber aufstehen kann. Du musst mir helfen. Nein. Und doch. Ich schmeiß mich jetzt nicht über Kopf hier. Und bin ich nachher wieder am Krankenhaus. Da habe ich keinen Fun. Helfe bitte. Ich kann es nicht. Ich bin selber ein Krüppel. Ich kann es aber nicht. Ich bin ein Krüppel. Ja und? So, Hilfe bitte. Du schaffst es doch, Herr. Hoch. Nicht anfassen. Hilfe bitte. Ja, nada. Kannst du mir so ein kleines bisschen helfen an der Schule? Nein, geht auch nicht. Kannst du mir helfen, ein bisschen? Ich kann es nicht. Richte dich auf und zieh mir den Hocker jetzt nicht unter dem Arsch weg. Das tue ich sowieso nicht. Ja, dann hältst du dich aber schon just an fest. Kannst du mir helfen? Ich kann das nicht. Du kannst mir nicht helfen. Ich habe genug eigene Probleme. Ich komme selber nicht hoch. Ich kann dir aber auch nicht helfen. Tut mir leid. Ja, da muss jeder für sich sorgen. Ja. Gut. Abgemacht. So. So. Jetzt kann ich meine Jacke anlegen. So, und jetzt anlegen. Und so. Keine Brecher. Er hat erzählt, er hat mich gefickt. Und das stimmt nicht. Aber er hat es nicht geschafft. Und die Sau, ich bring ihn um. Und ich bring ihn um. Und das weiß er. Er weiß es, er weiß es. Erst mich mit Alkohol abfüllen. Schäm dich dafür. Geil. Nüchtern hättest du mich niemals geknallt. Du hättest mich niemals gefickt. An dem Punkt, wo ich hier gerade stehe, hast du auch gestanden. Hast gesagt, du wirst mich töten, du wirst mich fertig machen. Ich habe niemals mit dir gefickt. Das willst du mir, willst du meinen ganzen Kollegen erzählen? Das stimmt nicht. Das ist die letzte Sauerei. Gib das einfach zu. Hättest du mich nicht besoffen gemacht, wäre ich niemals bei dir beigegangen. Das wäre mir viel zu peinlich in der ganzen Öffentlichkeit. Nüchtern würde ich das niemals machen. Das ist mir zu peinlich in der Öffentlichkeit und fass mich nicht an. Nein, mach ich doch keinen. Mann, das ist doch ekelig. Oder? Ja. Gibst du das zu? Ja. Ja, das finde ich gut von dir. Du bist ein guter Freund. Ja. Ja, also. Und du auch, mein da. Ja. Ne? Ja. Hätte die mich nicht besoffen gemacht? Was? Ey, nüchtern kann man die doch gar nicht ertragen. Nein. Aber ich habe schon ein Problem gehabt, die besoffen zu saufen. Schön zu saufen. So. Ja. Das haut nicht hin. Nein.
Die sieht aus wie einen alten Knochen, ey. Ja. Ja, also. Ja, und die soll ich sagen? Ja, sag. Ja, passt ja auch nicht. Du wolltest doch gerade was sagen. Nee, gar nichts mehr. Na komm. Also schön saufen kann man die Frau sowieso nicht mehr. Nein. Es gibt halt so eine Frau. Die nutzen die Schwachheit der Männer aus, geben ihnen ordentlich Stoff, damit sie einen saufen können, ne? Und dann im Bett, um die schlecht zu machen. Ist halt so. Guckt ja auch auf meine Fahne. Ich bin die 40 Jahre. Aber das ist meine Fahne. Du sollst die alte F*** mal zu mir kommen. Will meine F***, ne? Die soll mal kommen. Aber die kommt ja nicht. Die ist zu feige. Große Fresse und nichts dahinter. Was will die denn? Die alte Sch***. Und er sagte, ja, sie hat Kai gefickt. Den Brecher. Gelächter. So, verfickt den Scheiß. So Leute, jetzt batzen wir erstmal an hier. Ihr als Motorradfahrer, ne? Du kennst auch, oder ne? Ja, Kai, hast du da ein paar reingemacht? Was hab ich? Ich muss erstmal das Gras schneiden. Hast du da ein bisschen Wodka reingekippt? Kai? Dein Becher steht da hinten. Nee, das ist hier. Hier, Nee, vergiss es. Der Becher ist von Delf hier. Das ist meiner, ja. Ja, und warum willst du da rangreifen? Bist du krank oder was? Ich will da doch nicht rangreifen. Ich hab nach dem da gezeigt, da. Ja, aber das ist doch nicht dein Becher. Doch. Nein, deiner ist der. Oh Gott. Sag mal, bei dir stimmt da irgendwas nicht, ja? Nee, bei dir nicht. Yoshi, du bist gierig. Ja, du auch. Wenn man am Tag mindestens eine Flasche Bier trinkt, dann ist man Alkoholiker. Was denn? Mann, das ist immer übel, ey. Lungenvolumen wie so ein Stier, ey. Na, ihr kleinen Pibis, wo wollt ihr jetzt? Hast gesehen, hat er das Ding so durchgezogen, ja, machst du jetzt auch so, ey. Ha, 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 ha. Nee. Merry Christmas. So, hier, kannst du ja nicht immer. Hier hast du ein Ding, ey. Du musst ja nicht die ganze Zeit nämlich auf den Nerven gehen, ob ich einen rauchen kann. Ich baue einen nach dem anderen eine, jetzt bist du dran. Aber das geht Loch und Dicht, ey, du weißt, wie das Ding funktioniert, ne? Aber das geht Loch richtig dicht, ne? Bist du schon so besoffen, oder was? Zieh richtig durch, Mann. Noch mehr, zieh, so. Bei mir sticht nicht. Raus, ey, eigentlich müssten wir die Staubsauger melden, weißt du? Was ist los, ey? Bist du gut drauf, ja, oder? Ja, nee. Ja? Hast du gute Laune? Ja, ganz normale Laune, ey. Ja, fühlst du jetzt nicht, bist nicht richtig schön high jetzt, oder was? Wie ist der Barzer? Sag mal was dazu. Der Tabak? Willst du jetzt sagen, dass mein Barzer scheiße ist, oder was? Ob der wie der Barzer ist, man, sag mal was dazu. Wie ist der Barzer? Ja, gut. Willst du noch einen rauchen, ey? Nee. Jedenfalls noch nicht. Ja, sag doch, kriegst du gute Laune, oder ne? Ja, eben. Ja, das ist ein guter Platz, oder ne? Ja? Ja. Aber jetzt rauchen wir es nochmal an.
Ja, auch, ne? Wischen. Das ist die ewige Hölle, ey. Ja. Und weißt du, wo das Gold liegt? Es gibt zwei Eimer, ne? Pass auf, der eine Eimer so groß. Der andere Eimer so groß. Der rechte ist mit Gold gefüllt. Der linke. Nimm die Hälfte. Mit Kacke drin. Zieh mir mal auch nicht rein. Zieh mal richtig durch, der Ding. Nein, da ist kein technisches Problem. Mann. Willst du zuerst oder soll ich zuerst rufen? Ja. Ein Ruf noch auf die Freiheit. Nicht weiter erzählen. Nein. Nee, ich kann nicht mehr. Ich sag, wer von euch beiden hier von der KDM gehen, ne? Von euch beiden hier, ne? Wer ist ja eigentlich der Stärkere? Mach doch mal Arm drücken. Nee, der Bauwolle. So, wer ist jetzt der Stärkste von euch hier, ey? Gar keiner. Von euch beiden hier, von der KDM-Gang, ey. Drück mal richtig, hau mal richtig einen rein da, ey. Mach deinen Ellenbogen, Marie, auf den Tisch. Aber war dir zu blöd zu, ey. Ehrlich, ey. Oder ich stopp, weil ich gleich nochmal das Rohr. Ey. Tut weh. Hey, was machst du denn da? So. Ja. Ja. Dass du verloren hast. Ja, man muss alles mitmachen. Ja. Denn weiß man wenigstens, dass man noch ein bisschen Kraft im Arm hat, eventuell. Aber du hast große Kraft. Nicht so schnell. Ey, brr. Bisschen rrrr. Nein! Nein, ich falle um! Ah, mein